Sozialökologische Transformation bedeutet, innerhalb weniger Jahre Wirtschaft und Gesellschaft so umzubauen, dass sie klimaneutral werden, in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit und guten Arbeitsbedingungen. Die Industrie sorgt für 20% aller CO2-Emissionen in Deutschland. Und Produkte der Industrie, vor allen Dingen das Auto, sorgen für, wenn man den Verkehrssektor insgesamt nimmt, für fast ein Viertel aller CO2-Emissionen. Das ist ganz klar, dass große Industriezweige wie Chemie, Stahl, Autoindustrie im Fokus stehen, wenn es darum geht, umzusteuern in Richtung sozial-ökologischer Umbau. Also einer der größten Brocken ist das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Also ich bringe mal ein Beispiel. Umstellung auf E-Mobilität. Batterien herzustellen ist enorm rohstoffaufwendig. Diese Batterien müssen recycelt werden. Im Prinzip ist das klar, es gibt auch schon erste Projekte in dieser Richtung und die EU-Kommission ist dahinter, die möchte gerne Quoten, verpflichtende Quoten für die Autohersteller. Es dürfen in der EU nur Autos verkauft werden mit klaren Recyclingquoten. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems. Letztendlich, wenn man die Autoindustrie anguckt. Die Autoindustrie verdient am meisten Geld mit großen und schweren Autos. Wenn die jetzt auf Batterieantrieb umgestellt werden, hat man nicht allzu viel gewonnen. Das heißt, es kommt darauf an, die Autos kleiner und leichter zu machen, den Bestand an Pkw zu reduzieren. Das setzt aber voraus, mehr zu machen als nur eine Antriebswende, und zwar eine Verkehrswende, die darauf beruht, in den Städten den ÖPNV auszubauen. Aber was viel zu wenig auf dem Schirm ist, ist, es geht ja nicht nur um die Städte. Das ganz große Problem ist die Notwendigkeit des Pendelns. Wie kann der Pendelverkehr reduziert werden? Da könnte das autonome Fahren sogar einen Sinn bekommen, indem man digital gestützte regionale Mobilitätsplattformen schafft, die einen großen Teil des privaten Pkw-Verkehrs ersetzen und den Mobilitätsbedürfnissen und Notwendigkeiten der Menschen gerecht wird. So, aber das muss im öffentlichen Rahmen geschehen. Das muss ein Bestandteil des ÖPNV werden, weil wenn das nur privat betrieben wird, dann wird es nur dort angeboten, wo es sich lohnt, finanziell. Reiche Kommunen können sich natürlich sehr viel erlauben, was den Ausbau des ÖPNV betrifft, aber es gibt sehr viele hochverschuldete Kommunen. So, werden die alleingelassen? Was passiert mit denen? Das heißt, wir brauchen auch eine Steuerreform, die es den Kommunen ermöglicht, selber mehr zu investieren und nicht nur innerhalb des eigenen Stadtgebiets zu investieren, sondern regionale Mobilitätsplattformen zu entwickeln. Weil nur durch die Schaffung regionaler Mobilitätsplattformen kann der Pendelverkehr reduziert werden. Der globale Süden und die Armen im globalen Süden sind heute schon die am stärksten Betroffenen vom Klimawandel und von den Klimakatastrophen. Aber das wird auch bei uns so sein. Wenn man das bedenkt, ist klar, das Soziale geht nicht ohne das Ökologische. Aber das Ökologische geht auch nicht ohne das Soziale, weil wenn Angst vor Arbeitsplatzverlusten bei uns entsteht oder geschürt wird, ist das die Einflugschneise für rechte Klimaleugner. Und je stärker rechte Klimaleugner sind, gerade unter abhängig Beschäftigten, desto größer sind die Blockadegefahren für die Klimapolitik. Also man muss ja sehen, die Angst vor Arbeitsplatzverlusten ist ja nicht unberechtigt. Es sind ja erhebliche Umstrukturierungen, vor denen wir stehen. Jetzt ist es so, je nach Industriezweig sieht das anders aus. Chemie und Stahl, da kann man sagen, in den nächsten 10, 20 Jahren wird es keine erheblichen Arbeitsplatzverluste geben, nach den Berechnungen und Schätzungen, die es so gibt. In der Autoindustrie sieht es schon anders aus, weil durch die Umstellung auf E-Mobilität werden sehr viele Arbeitsplätze gefährdet im Bereich des sogenannten traditionellen Antriebsstrangs des Verbrennermotors. So, das ist die eine Sache. Wenn man aber den größeren Bereich guckt, des Verkehrssektors, ist es durchaus möglich, dass Arbeitsplätze, die heute verloren gehen, für andere Tätigkeiten in der Autoindustrie, zum Beispiel Batterieproduktion oder in anderen Bereichen, meinetwegen der Bahnindustrie, neu geschaffen werden, weil die ja stärker ausgebaut werden.
Also da kann man auch zu einer Entwicklung kommen, dass man unter dem Strich sagt, ja gut, da gehen Arbeitsplätze verloren, woanders werden aber neue geschaffen. Das Problem ist nur, die Effekte, die Arbeitsplatzeffekte, gerade in der Autoindustrie, sind nach Branchen, nach Regionen, auch nach Qualifikationen sehr unterschiedlich. Da werden erhebliche Umbrüche ins Haus stehen, vor allen Dingen auf regionaler Ebene. Und das ist eine große Herausforderung. Und vor allen Dingen die Qualifikationsanforderungen sind eine Sache, die heute angepackt werden muss, damit überhaupt die Chance besteht, die Möglichkeit besteht, sozialverträglich umzusteuern. Es ist auch ein Generationenthema. Wir können uns es einfach nicht erlauben und leisten, dass ungefähr 15%, knapp 15% der jungen Generation keinen berufsbildenden Abschluss haben. Wenn wir die sozialökologische Transformation packen wollen, müssen wir das Ausbildungsniveau so verbessern, dass wir bei den Kitas und bei den Schulen anfangen. Der Ausbau des Bildungssystems insgesamt ist erforderlich, um die Qualifikationsbasis zu schaffen, die erforderlich ist für die Bewältigung der sozialökologischen Transformation. Ja, das zweite große Thema neben der Qualifizierung ist das Einkommen. Gute Arbeit, gut bezahlt. Und es ist durchaus ein Problem für viele Beschäftigte, die heute in tariflich gut abgesicherten Tätigkeiten sind, durch die Umstrukturierung in Niedriglohnsektor abzurutschen. Und da gibt es zum Beispiel zwei Möglichkeiten, dem zu begegnen. Zum einen kann die öffentliche Hand alle Aufträge, die sie vergibt an die Privatwirtschaft, und das ist ein erhebliches Volumen jedes Jahr, daran knüpfen, an die Bedingung knüpfen, dass die Unternehmen, die den Auftrag bekommen, Tarifstandards einhalten. Die zweite Möglichkeit ist die allgemein verbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Das heißt, ein Tarifvertrag, den es gibt, der muss für alle Betriebe in der betreffenden Branche gelten. Bisher wird das durch die Arbeitgeberverbände blockiert in den meisten Fällen. Diese Blockade muss überwunden werden durch eine Gesetzesreform. Das ist durchsetzbar, aber dazu gehört großer politischer Mut, sich gegen die Arbeitgeberlobby durchzusetzen. Da ist in den letzten Jahren sehr viel in Gang gekommen. Was man auch daran sehen kann, wie sehr sich die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Umweltverbänden auf verschiedenen Ebenen entwickelt hat. Aber den Beteiligten ist klar, die Herausforderungen sind einfach riesig. Die müssen einfach gucken, dass sie aus so einer Opferrolle rauskommen und in eine Treiberrolle reinwachsen, muss man wirklich sagen. Also es wird zum Beispiel versucht, mit Zukunftstarifverträgen in der Metallindustrie Vereinbarungen zu treffen über die Zukunft des Betriebes, die Umorientierung des Betriebes, die erforderliche Qualifikation, Beschäftigungssicherung, aber eben auch erweiterte Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. So, und wenn der Betriebsrat erweiterte Mitbestimmungsrechte hat, stellt sich natürlich die nächste große Frage: Was macht er damit? Wie nutzt er die? Da wiederum kommt es darauf an, wie wird die innergewerkschaftliche Qualifizierung organisiert. Also im Saarland gibt es zum Beispiel eine Transformationswerkstatt der IG Metall für Betriebsräte verschiedener Branchen, die dem Austausch der Qualifizierung der Betriebsräte dienen. Sie müssen fit gemacht werden für diese erweiterte Mitbestimmung, für die Gewerkschaft ja eintritt. Das ist wichtig für die Entwicklung und für das Entdecken und die Entwicklung, Mobilisierung von Potenzialen, von Fachwissen in den Betrieben. Es ist aber auch wichtig auf regionaler Ebene. Wir brauchen ja eine neue regionale Strukturpolitik in einigen Regionen. Und diese regionale Strukturpolitik, die kann doch nicht daran bestehen, dass man sagt, okay, wir kriegen Geld vom Staat, wie verteilen wir das? Sondern da müssen eigene Konzepte entwickelt werden. Und die Qualifizierung, das Fitmachen für diese Treiberrolle, das steht wirklich im Zentrum der Bemühungen derjenigen in den Gewerkschaften, die da wirklich am Drücker sind. Es muss einfach verhindert werden, dass wieder einmal die Verluste sozialisiert werden und die Kosten sozialisiert werden und die Gewinne dann später privatisiert. Und um das zu verhindern, gibt es einen, wie ich finde, sehr guten Vorschlag der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung zu sogenannten Transformationsfonds. Das heißt, es sind öffentlich aufgelegte Fonds zur Unterstützung des sozialökologischen Umbaus auf Branchenebene oder regionaler Ebene. Und die Vergabe der Mittel wird an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel spätere Gewinnbeteiligung des Staates oder
Zukunftstarifverträge, Beschäftigungssicherung, erweiterte Mitbestimmungsrechte. Also das Verknüpfen von Mittelvergabe und Bedingungen, die die Unternehmen zu erfüllen haben. Und das zweite große Konfliktthema ist die Frage, es müssen so viele Mittel fließen in verschiedene Bereiche des sozial-ökologischen Umbaus. Wo kommen die her? Und da kommen wir zu der 100 Milliarden Euro Frage. Weil alles, was es an öffentlichen Ausgaben in Zukunft gibt, inklusive des sozial-ökologischen Umbaus der Industrie, kommt immer mehr in Konkurrenz zu dem Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Rüstung auszugeben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kann unter den Bedingungen der Schuldenbremse überhaupt dieses Mammutprogramm der Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau finanziert werden? Es geht ja nicht nur um Investitionen, es geht ja auch um Personalausgaben für die Verbesserung der sozialen öffentlichen Dienstleistungen im Gesundheitssektor, vor allen Dingen im Bildungssektor in Verbindung mit dem Qualifizierungsthema. Das heißt, wir brauchen eine umverteilungsbasierte Steuerreform in Richtung Erbschaftssteuer, Vermögensteuer oder Abgabe, höhere Besteuerung, hohe Einkommen. Und diese Themen müssen angepackt werden, wenn das nicht alles nur Luftblasen bleiben sollen oder werden sollen, was jetzt über die Notwendigkeit von erweiterten Ausgaben für den sozial-ökologischen Umbau der Industrie und die sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft geredet wird. Das sind die großen Konfliktthemen und da müssen wir ran.